Herzlich willkommen zu Zonkos Welt. Einige von euch werden eher kennen, den Indianer, die Indian Springfield. Mit der bin ich jetzt auch durch über ein halbes Jahr gefahren, habe sehr tolle Fahreindrücke gesammelt. Es gibt ja so zwei wirklich aussagekräftige Vergleichsvideos auf 1000 PS. Das eine ist, wo wir es verglichen haben mit einem Harley Davidson Road King. Schau den neuen 2017er mit dem Milwaukee 8 Motor. Und das andere Mal haben wir es verglichen mit einem echten Designer Gusto Stückerl. Das ist die Moto Guzzi Flying Fortress von Miguel Galuzzi. Also insofern gibt es eh schon ein paar Videos über diese Indian Springfield. Und bei mir ist jetzt so, nachdem Indian schon diesen 2018er Jahrgang angekündigt hat und man hat schon erste Bilder gesehen und hat schon die Presseaussendungen gekriegt, haben wir gedacht, no, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr lang dauern, dann werden sie mir das wegnehmen, die Indian Springfield, den Indianer. Und da wollte ich gerne noch was machen, um das jetzt vielleicht ein bisschen abzuschließen und noch weitere Fahreindrücke dazu zu bringen, weil es hat sich schon noch einiges getan. Ich meine, was ich bis jetzt nicht erwähnt habe, was mir ja wirklich taugt immer, das ist, na, wo kommt denn das her? Wie ist denn das entstanden? Und da hat es einen Typen gegeben, der hat geheißen George Hindi. Und der hat 1897 in Massachusetts, also Springfield, Massachusetts, hat der Vorradeln gebaut. Und der dürfte relativ leibende Vorradeln gebaut haben für diese Zeit. Die haben auch bei so Rennradfahrten etliches gewonnen und er selber, dieser George Hindi, dürfte eh ordentliche Oberschenkel und ordentliche Wadel gehabt haben und eine gescheite Pumpen, weil der ist da selber mitgefahren bei den Rennen und war sehr gut. Und der hat für seine drei Radmodelle hat er so eigene Typenbezeichnungen geschaffen und das eine ist gewesen Silver King, Silver Queen, das ist wahrscheinlich die Damenausführung gewesen im Jahr, und American Indian. American Indian, einfach ein ganz, ganz großer Name, finde ich, Indian, Indianer. Mir, wie gesagt, seit der Kindheit und da das immer wahnsinnig taugt und dieses Charisma von diesen Indianer ist an mir auch jetzt im Alter nicht vorübergegangen, sondern ich bin einfach ein ganz schwerer Fan der Rothäute. Ja, insofern hat die Indian Springfield bei mir natürlich schon einen Bonus gehabt, weil ich meine, dieser Indianerschädel ist ja dort wirklich oft drauf, ist ein fantastisches Logo, ja, echte Freude, ja. Und worauf ich aber hin wollte, und dieser George Hindi, der hat sich dann 1901 einen Partner genommen und hat gesagt, du, ich will einen Verbrennungsmotor in mein Radl drinnen haben, damit da ordentlich was weitergeht. Und dieser Headstrom, so hat der Typ geheißen, der hat ihm diese Motoren eingebaut und so gesehen. Und 1901 waren eben die ersten Prototypen fertig und 1902 sind die ersten Indian Motorräder dann verkauft worden. Und ja, insofern ist halt mit 1901 ist es halt zwei Jahre älter als Harley Davidson und da sind jetzt halt diese heutigen Manager irrsinnig stolz, dass es um zwei Jahre älter ist. Im Endeffekt ist wurscht. Nicht ganz wurscht ist, dass sie die halt in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit unfassbar gematcht haben mit Harley Davidson und ja, dieses Match ist eigentlich gegangen bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also Indien hat müssen für den Ersten Weltkrieg und für den Zweiten Weltkrieg haben sie müssen wahnsinnig viel Motorradeln bauen. Ich glaube, allein die Franzosen haben für den Zweiten Weltkrieg da 5000 so Indian Scouts bestellt oder so. Und ja, das heißt, die waren dort ausgelastet mit der Produktion von Kriegsmotorrädern und nach dem Krieg haben sie es dann einfach mehr oder weniger, ja, ist es zugrunde gegangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist dann irgendwie so ein bisschen verkauft worden, aber das ist nie wieder in die Gänge gekommen, ganz im Gegensatz zu Harley Davidson. Ja, aber das ist ja jetzt wurscht, weil seit Polaris Indien hat, ist es wieder auferstanden in einer Größenordnung, dass man sich einfach, ja, da muss man sich wahnsinnig freuen. Also freuen muss man sich einfach als Motorradlfahrer im Sinne der Markenvielfalt, dass sowas wieder in die Gänge gekommen ist und dass sowas da ist. Ist eine echte Bereicherung für den Markt. Und als Chopper-Freak freut man sich einfach, weil das fantastisch fährt.
Es fährt fantastisch. Da komme ich jetzt aber später noch darauf zurück. Was ich noch unbedingt sagen wollte, ich habe mir natürlich schon die Frage gestellt, wie gibt es das, dass ein Amerikaner um 1900 sein Produkt Indianer nennt? Weil, was ich so mitgekriegt habe, also in Mitteleuropa, diese Wildwest-Filme, die zu uns gekommen sind, da haben die Indianer meistens nicht gut ausgeschaut. Ich meine dann, der Winnetou, ne, der war schon schwer in Ordnung. Aber sonst sind bei diesen Westler eher die Weißen, die Cowboys, die Guten gewesen und die Indianer, na, das waren halt die Wilden, die ein bisschen, ja, grobschlächtig zur Sache gegangen sind. Und im Endeffekt haben sie sich gegen die nur der Wert, indem sie es umpufft haben. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, jetzt bist du ein amerikanisches Unternehmen, wirst natürlich, weil ich meine, Amerikaner, das war schon 1900 so, das ist immer der volle Kapitalismus, die haben natürlich immer diesen kompletten Verkaufserfolg im Blick, und dass dann irgendwas nennst, wie so also eine Minderheit, die du ausgerottet hast, habe ich mir gedacht, no, weiß ich nicht. Ich habe mich dann versucht, ein bisschen schlau zu machen, wollte aber jetzt nicht die komplette soziologische Abhandlung lesen von Amerika um 1900 und habe mir dann gedacht, na wen frage ich da, wer kann mir das erklären? Und dann bin ich natürlich auf Red Eye Knut gekommen, der Universalgelehrte. Und den Red Eye Knut, ich meine, der hat mir das ganz, ganz super erklärt, dass das so war, dass um 1900, na da hat es schon so eine Bewegung bei den Amerikanern gegeben, dass sie gesagt haben, na, so schlecht waren diese Indianer nicht. Das waren die echten Pioniere und ich meine, das war die Urbevölkerung und die haben schon sehr, sehr viel Gutes gehabt. Von denen hat man auch sehr, sehr viel lernen können. Aber ja, wir Weißen haben uns halt durchgesetzt. Aber auf alle Fälle war da tatsächlich schon so ein Bewusstsein vorhanden, dass das nicht ganz in Ordnung war, diese Indianer dort einfach in diese Reservate zu sperren, also die, die es überlassen haben. Und insofern hat es da durchaus, hat man damit rechnen können, dass es da sehr, sehr viele Leute gibt, die auch Sympathie für diese Indianer empfinden, auch in Amerika um 1900. Ja. Und dann im Jahr 2017 so ein wie mich, Indianer. Ganz herrlich. Na, jetzt, worauf ich schon wirklich fest eingegangen bin, ich möchte es nur einmal zusammenfassend noch einmal sagen, ich finde dieses Fahrwerk, dieses Endlink-Verhalten für einen Chopper unerreicht. Also da kriegt die Indian Springfield, ich habe das noch nie erlebt, also so ein schwerer Koffer, weil es hat ja 388 Kilo mit einem 1800 Kubik Motor, also konkret 1811 Kubik, dass das so leicht zu fahren ist, das habe ich noch nicht erlebt. Das ist ein wunderbares Endlenkverhalten. Es hat eben, wie gesagt, einen relativ steilen Lenkkopf, 25 Grad. Und einen relativ kurzen Nachlauf durch das 16 Zoll Vorderradl. Und das haben sie aber so gemacht, dass das auch in der Stadt ist es wirklich super zu fahren. Und es wird aber nicht unruhig in schnelleren Kurven. Also ganz, ganz super. Wozu ich nichts sagen kann, obwohl ich es jetzt ein halbes Jahr gehabt habe, wie fährt sich das bei 180? Ist es dann stabil oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich habe wirklich keinen Spaß damit, wenn ich mit sowas wahnsinnig schnell fahre. Ich fahre nicht schneller wie 130, 140, vielleicht bin ich einmal 160 gefahren, da war nichts, aber es ist halt nicht super. Also zum Schnellfahren gibt es wirklich was anderes. Aber so zum, also bis 130 ist ein Traum und am liebsten fährt man sowas halt bis 100, das ist so. Bis 100 km/h ist einfach göttlich, weil dieser Motor überhaupt keine Drehzahl braucht, er dreht ja auch nicht hoch nach oben, deswegen hat er ja auch nur, ich glaube 93 PS oder hat er 95, komplett wurscht ist das, ob der 93, 97, 95 oder 96 hat. Er hat auf alle Fälle über 90 und er hat 135 Newtonmeter und das eben schon bei 2000 Umdrehungen. Das heißt, du fährst es wirklich untertourig, genießt einfach diesen mörderischen Schub, der aber, und das habe ich bei diesem Road King Vergleichsvideo relativ gut herausgearbeitet, der aber jetzt hat nirgends so einen brachialen Punch hat, dass er die fast erschreckt, sondern der zieht relativ linear auf. Du kannst ihn wahnsinnig schön dosieren und ja, für einen Cruiser-Motor, abgesehen von dieser unvergleichbar guten Optik, ist er wirklich ein Traum. Finde ihn ganz, ganz großartig. So, es gibt was genau bei dem Motor, was mich gestört hat. Am Anfang hat es mich richtig gestört, mittlerweile habe ich das natürlich jetzt schon automatisiert. Aber das ist so, wenn du vom Gas gehst, also er hat ja keine Lastwechsel. Das ist nicht so, dass der Motor jetzt schwierig zu bedienen wäre. Er hat wirklich keine Lastwechsel, im Gegenteil. Der ist
trotz dem Poltern, was er natürlich hat als Zweiventiler mit so einem langen Hub, das finde ich ja großartig, hat er eine echte Laufkultur und ist wahnsinnig schön einzusetzen. Aber wenn du jetzt vom Gas gehst und lässt diesen Motor in den Schiebebetrieb zum Beispiel zur Ampel hinrollen, dann ist es so, dass das ungewohnt früh wieder selbstständig ans Gas geht. Das ist ein bisschen eigenartig. Entweder liegt es daran, dass sie dieses Standgas relativ hoch eingestellt haben, oder dass diese Motorsteuerung halt dieses komplett runterlaufen lassen in ganz, ganz tiefe Drehzahlen nicht akzeptiert und dann ein bisschen, ja, Gemisch selbstständig einspritzt. Das ist so am Anfang, dass du denkst, na hö, wieso fährt die jetzt? Und du gewöhnst es aber dann irrsinnig schnell in Form eines Automatismus, dass du halt dann, bevor das kommt, die Kupplung ziehst. Dann ziehst du die Kupplung und rollst halt, gibst den Gang aus und rollst ohne Gang weiter. Aber das mit dem Kupplung ziehen, das ist was, das musst wirklich, also wenn du harmonisch fahren willst und dich nicht erschrecken willst vor dem, dass das jetzt da ein bisschen nachfeuert, dann musst du das mit dem Kupplung ziehen angewöhnen. Wobei die Kupplung eher ein Wahnsinn ist. Für so ein schweres Ding geht die wirklich gut und ist auch wirklich schön zu dosieren. Das ist nämlich so beim Wegfahren, wenn du ein bisschen forscher wegfährst, ist das schon leiwand, wenn bei so einem großen Motor diese Kupplung sehr präzise ist und sehr gut dosierbar ist. Und das ist sie. Das ist Weltklasse. Jo, und sonst hat mich was gestört. Nein, es hat mich echt nichts gestört. Am Anfang haben wir noch gedacht, oh je, das hat leider keine Schaltwippe. Da bin ich dann drauf gekommen, das kann man eh nachrüsten, diese Schaltwippe. Aber ich wollte es dann gar nicht, weil ich glaube, so eine Schaltwippe von Indien, die steht dann vielleicht ein bisschen weiter außer. Ich mir dann gedacht, nein, brauche ich eh nicht, man gewöhnt sich wahnsinnig schnell drauf. Und so richtig fesche Bock habe ich auch ganz selten auch. Das habe ich wirklich selten auch. Jo, einen Punkt habe ich noch gehabt. Apropos stören, na, das habe ich jetzt, glaube ich, das habe ich jetzt vergessen. Na, das wird mir schon wieder einfallen. Aber ich habe heute noch was erlebt, was unfassbar super war. Ich habe bis jetzt, ich war mit der Bremse absolut zufrieden. Ich habe nicht gesagt, es ist die Supersportbremse und es ist sicher nicht die beste Bremse am Markt, aber es ist eine wirklich ausreichende, tolle Bremse, so habe ich das bezeichnet. Und da habe ich auch absolut recht gehabt. Und über diese ABS-Funktion habe ich kein Wort verloren, weil es hat nie ausgelöst bei mir. Das ist ja so, ich habe ja einen sehr harmonischen Fahrstil und bei dem harmonischen Fahrstil, da gehört natürlich nicht dazu, dass du wie ein Rennfahrer vor der Kurven spätestmöglichst die Geschwindigkeit vernichtest und dann möglichst hart wieder das Gas aufreißt, sondern das ist alles ein runder Fluss. Und heute habe ich aber eine Situation gehabt, wo ich voll in diese Eisen gehen habe müssen. Und zwar ist es gewesen, ich bin in der Stadt gefahren, ungefähr, was hätte das gewesen sein, 60er, schön dahingerollt, auf eine grüne Ampel zu und vor mir ist auch irgendwas gefahren, auf eine grüne Ampel zu und das, was vor mir gefahren ist, hat auf einmal irrsinnig stark bremst. Also so, dass ich mir gedacht habe, na, warum bremst er jetzt? Nicht? Nur dieser Gedanke, warum bremst er nicht? Der kommt eigentlich erst später, also zumindest kommt er bewusst erst später, sondern der erste Impuls ist, zack, ich muss selber bremsen, volle Granate, muss ja Vollbremsung machen jetzt. Nicht? Und nachdem ich das Bremsen wirklich gut gelernt habe über diese Jahrzehnte, ist es bei mir so, dass ich nie so eingreife, sondern immer diesen progressiven Griff habe. Also ich greife kurz rein und greife dann fest rein, sodass der Raffen eine Chance hat, dass er einen Grip aufbauen kann. Weil wenn du so eingreifst, hat er das unter Umständen keine Möglichkeit, einen Grip aufzubauen und rutscht dann weg, beziehungsweise das ABS kommt dann. Und bei einer Vollbremsung, das habe ich auch so gelernt, bremse ich ja hinten immer mit. Und jetzt habe ich eben diese Situation der Vollbremsung und ich habe in dem Fall auch keinen Fluchtweg gehabt. Also das habe ich mir schon anders schaut, komme ich da irgendwo links oder rechts vorbei? Nein, weil ich nicht vorbeikommen. Und habe müssen wirklich forsch ankern, sehr forsch ankern und ich meine, es war ein Traum. Diese ABS, also abgesehen davon, dass das wirklich einen kurzen Bremsweg gehabt hat, es war sehr, sehr leiwand, wie wenig Meter das braucht hat, bis das gestanden ist. Und zweitens hat das hinten überhaupt nicht blockiert. Bei mir ist das so, das hinten, also stört mir nicht, wenn das blockiert, weil das kann man schon ein bisschen austarieren. Vorne ist es sowieso immer die weitere Bremswirkung. Aber ein ABS, das hinten
Es verhindert natürlich hinten das Blockieren, aber oft bei so schlechten ABS ist es so, dass das hinten dann ganz grob aufmacht und dass du richtig merkst, dass du jetzt so eine Unruhe reinkriegst und dass die Intervalle relativ lang sind. Und diese Intervalle, das ist so gewesen wie beim Sportmotorradl, die waren nicht spürbar. Es war ein Wahnsinn. Es war wirklich super, war unglaublich stabil bei dieser Vollbremsung und hat einen wirklich kurzen Bremsweg gehabt. Und da haben wir gedacht, na, das ist aber großartig. Und es ist auch insofern großartig, weil ich ja eigentlich als Testfahrer müsste ja solche Situationen herausfordern, damit ich dann sagen kann, wie das ABS in Extremsituationen reagiert. Nur diese Extremsituationen, die meide ich halt. Die machen mir eigentlich keinen Spaß, die interessieren mich nicht in Wirklichkeit. Aber jetzt, wenn es dann auftritt und du kannst es dann beurteilen, na, dann ist es eigentlich schon super. Also insofern, vielleicht nehme ich mich da ein bisschen bei der Nase und werde diese Geräte alle ein bisschen in den Grenzbereich jetzt einbremsen, damit ich dort ein bisschen eine konkretere Aussage machen kann. Jetzt habe ich es auf alle Fälle großartig gesagt. Ja, jetzt schaue ich kurz nach, ein bisschen was habe ich mir aufgeschrieben, dass ich es nicht vergiss. Was habe ich da? Ja, die Vollbremsung Hobby. Ja, was hat mich gestört? Na, da war aber, glaube ich, da war nichts, oder? Da war nur, dass das ein bisschen nachgelegt hat, wenn du den Motor zugemacht hast. Sonst hat mir da nichts gestört. Na, tut mir leid, da habe ich mich ein bisschen verirrt. Weil es hat mir wirklich alles gedacht. Ja, genau. Jetzt habe ich noch aufgeschrieben, D120. Bei mir ist es ja so, in der Garage unten heuer hat es einen Konkurrenzkampf gegeben zwischen, oder gibt es einen Konkurrenzkampf zwischen Fireblade SB und Aprilia V4 Duono Factory. Das sind die beiden Sportgranaten, die sie halt am Match liefern, mit welcher vorher jetzt, die beide halt für gewisse Anwendungen einfach unfassbar leibend sein. Und die eine kann halt das ein bisschen besser und die andere kann das ein bisschen besser sein, aber beide so Motorräder, wo man halt unglaublich das Herz aufgeht, die aber beide nur solo fahren. Und dann gibt es zwei Motorräder, die sie matchen, das ist diese Indian Springfield und die Triumph D120. Und da ist es so, also wenn ich zu zweit fahre, kommen nur diese beiden Motorräder in Frage und die Fee fährt schon sehr gern mit dieser D120, obwohl die Sitzbank ein bisschen härter ist. Aber wenn sie ganz ehrlich ist, na, dann freut sie sich immer, wenn ich sage, jetzt heute nehmen wir den Indianer. Weil auf dem Indianer hinten, da sitzt es halt unvorstellbar gut. Und das ist schon wichtig, dass die Beifahrerin gut sitzt. Da hast du nämlich als Fahrer auch ein bisschen mehr Freude, weil du einfach weißt, dass ihr das jetzt hinten eine irrsinnige Freude macht. Also du hast nicht nur du vorn eine Freude beim Fahren, sondern du weißt ganz genau, das genießt jetzt hinten. Das taugt ja richtig. Und was da super ist, das ist so ein kleines Detail bei dieser Indian Springfield, das werden wahrscheinlich die anderen Indians auch haben, diese Trittbretter sind in der Höhe verstellbar. Das heißt, je nachdem, wie lange Haxen die hat, kann ich das so einrichten mit zwei Schrauben, dass die dann wirklich super sitzt. Ja. Und wie gesagt, wahrscheinlich jetzt noch besser sitzen, wenn ich hinten so ein Sissi-Bar hätte oder so eine Gepäckrolle oder ich weiß nicht was. Aber das haut mir halt die Optik dermaßen zusammen, dass ich das echt nicht erbock. Und sie sitzt so jetzt auch wirklich ausgezeichnet. Ja. Und was aber ist, zum Beispiel mit dieser D120, wenn du jetzt ein bisschen forscher fahren willst, na, dann bist du mit der D120 natürlich schon in Führung. Weil die Indian Springfield, das ist keine Frage, wenn du auf einen triffst, der nicht gescheit fahren kann, der irrsinnige Angst vor die Kurven hat, na, den richtest her mit der Indian Springfield, mit dem riesigen Indianerkoffer. Hundertprozentig, ohne dass du irgendwas riskieren musst, einfach weil du fahren kannst. Aber wenn du halt auf einen triffst, der auch gut fährt, na, dann kannst du abschwingen. Da kannst du vielleicht, nein, in Wirklichkeit kannst du auch nicht einmal hinten mitfahren, da musst du einfach dann Reserven lassen, obwohl Schräglagenfreiheit wirklich ausgezeichnet ist, tadellos ist. Aber sobald es wirklich sportlich wird und da einer drauf sitzt, der, also auf dem gegnerischen Motorradl, der ein bisschen fahren kann und weniger Gewicht hat, na, dann kannst du abschwingen. Obwohl du durchaus so fahren kannst mit der Maschine, dass du eine echte Freude hast, auch jetzt im dynamischen Bereich. Das unbedingt. Nur, wenn es jetzt harder fortgeht, bist du zum Beispiel mit dieser D120, na, da bist du vorn. Die 120 ist viel, viel leichter, obwohl die auch 240 Kilo hat. Und die D120 ist natürlich auch viel wendiger. Und die D120
Ja, das macht einfach was aus, ob du jetzt 80 PS hast bei 240 Kilo oder ob du hast 93 oder sollen es sein 97 bei 388 Kilo. Da hilft dir das dann nichts. Da ist einfach das andere Motorrad besser. Und auch in der Bremszone natürlich, da hast du viel weniger Bremsenergie zu vernichten. Da muss man nicht reden drüber. Und ein Argument auch noch, dass man dann zu zweit auf diese D120 gestiegen sein, ist das, dass das halt in der Stadt, also wenn du durch die Stadt fahren musst, ist dieser Indianer schon breit. Also der hat einen relativ breiten Lenker und ziemlich ausladende Spiegel und da unten diese verchromten, weiß gar nicht, was das ist. Ich sage jetzt einmal Schutzbügel, die sind natürlich auch eher, und da ist zum durch die Kolonnen durchfressen, ist natürlich schon, das ist ein bisschen, oh. Das geht nicht immer ganz leicht und da musst du halt unter Umständen hinten anstellen. Und wenn du jetzt wirklich super relaxed drauf bist, bockst es, aber das bock ich nicht leicht. Also hinten anstellen mit einem Motorradl, na, das tut mir meistens ein bisschen weh. Das tut mir meistens ein bisschen weh. Jo. Okay. Was habe ich? Ja, genau. Es ist jetzt so, dass ich aber diese Indian Springfield, und ich glaube, wenn ich die Fee frage, ne, was war denn dein Lieblingsmotorradl heuer, wird sie sagen, na, der Indianer. Und bei mir ist auch so, ich bin ja ein wirklich langjähriger Harley-Fan, ganz schwer begeistert von Harley-Davidson. Aber dieser Indianer heuer hat mir eine unendliche Freude gemacht, hat mir auch unendlich stolz gemacht, muss ich sagen, wenn ich mit dem gefahren bin. Es ist ein Wahnsinn, wie die Leute zusammenlaufen und sich das anschauen. Auch die, die es nicht kennen, die fragen, was ist denn das? Ja, denen erklärst du es halt dann ganz kurz, aber so allein diese optische Erscheinung, die lässt es halt wirklich niederbrechen. Und ich finde auch, das ist halt nicht nur optisch ein wahnsinnig schönes Motorradl, sondern es ist ein Cruiser, der halt fantastisch funktioniert und wirklich leibend ausschaut. Ganz super. Also, wie gesagt, eine riesige Freude. Und jetzt ist aber so, dass das, nachdem der neue Jahrgang jetzt schon angekündigt wird, werde ich das wahrscheinlich nicht mehr lang haben. Aber ich glaube nicht, dass ich in der nächsten Saison kein Indien haben kann, weil das hat mir jetzt so irrsinnig taugt. Das möchte ich jetzt schon nächstes Jahr wieder haben und jetzt muss ich mal schauen, ob es mir noch eine geben. Es gibt ja dort, also die Springfield, die haben es unverändert im Programm. Da gibt es jetzt halt so ein Grün mit Schwarz, ja. Aber für mich wäre wahrscheinlich gescheiter, hätte mal was anderes ausprobieren, weil das kenne ich ja jetzt eh, das, über das schwärme ich eh. Wobei das nächste Modell, no, das hat es nicht ganz einfach, weil diese Springfield hat die Latte halt wahnsinnig hochgelegt. Und ich meine, das Wichtigste ist, dass man das immer ehrlich beurteilt, sonst hat es ja keinen Sinn. Und bei mir ist jetzt so, dass man, es gibt da was, was man wahnsinnig taugt. Das heißt, ich glaube, Indian Chief Vintage. Ich glaube, Chief Vintage heißt es. Das gibt es so mit einer, naja, so Cremeform und hellblauen Lackierung und so braunen Satteltaschen mit so einem braunen Ledersattel. Na, das gefällt mir wahnsinnig gut. Wobei man noch nicht, da gibt es ein Detail, wo ich mir nicht ganz sicher bin, das sind diese Fransen. Vielleicht gibt es die Koffer auch ohne Fransen, das wäre mir persönlich ein bisschen lieber. Aber na, notfalls fährt man halt mit Fransen im An. Der Winnetou hat auch Fransen gehabt und der Old Shatterhand dahinter. Auf alle Fälle, Freunde, bevor ich mich jetzt da komplett verzettel, ich werde euch sicher informieren, was Indien, was da, wie die weitermachen. Ich bin mir ganz sicher, dass das schwer in die Gänge kommt, weil das einfach ein Traum ist, das Motorradl. Das ist ganz, ganz super. Und ja, ich bin selber gespannt, wie es weitergeht. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich werde wieder Stickel mit Indianer fahren. Danke sehr. Ciao, grüß euch, Papa.